Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zu Let's Play Sternschweif. Ja, da bin ich mal wieder. Wir werden uns jetzt das Intro angucken des Spiels. Und dann werde ich mal schauen, dass ich die Party übernehme. Ich habe also die Save-Datei, die ich am Ende des ersten Teiles erstellt habe, in den Ordner von dem zweiten Teil reingetan. Der müsste eigentlich jetzt vorhanden sein. Ich hoffe, das stimmt jetzt auch alles so von der Lautstärke und so, das muss ich noch ein bisschen testen, aber sehr wahrscheinlich wird das alles etwa ähnlich eingestellt sein. Aber ich denke, meine Stimme kommt gut rüber. Da schaue ich aber gleich auch nochmal. Recording ist laut. So, genau. Direktor Hans-Jürgen Gränke. Aha. Viele Verfeinerungen im zweiten Teil, was im ersten gut gestört hat, haben sie im zweiten echt gut verbessert alles. Es gibt jetzt auch Zwischensequenzen und öfter mal Sprachausgabe. Da werde ich wie bei allen Let's Plays, wo sowas halt natürlich vorkommt, still sein und damit ihr auch alles mitbekommt. Ah, hier schon schön brutal. Orkhorn. Ja, nach dem ersten Teil, wo der so erfolgreich war, hatten sie mehr Geld und da wurde dann natürlich viel reingesteckt. So, Schwierigkeitsgrad, wie immer fortgeschrittene. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, also das erste Let's Play von der Nordland-Trilogie, der einzige Unterschied hierbei ist nicht der Schwierigkeitsgrad, sondern bei Fortgeschritten kann ich, wenn ich ein Level-Up habe, kann ich selber entscheiden, was mache ich hoch und so weiter, und darum machen wir auf jeden Fall Fortgeschritten, also die Gegner sind dadurch nicht stärker oder so. Fortgeschritten. Pereine Tempel in Quirazim. Mhm. Ja. So. Genau, Teil 2 haben sie genannt. Und dann gehen wir hier hin auf Teil 2. Machen Laden. Ja, wollen wir. Erfolgreich importiert. Aha! Und sie sehen etwas anders aus, meine Streunerin Jamila. Also da hat sich schon was getan. Aber cool, ich habe meine alte Truppe. Wir gucken doch direkt mal bei Jamila bei den Werten. Okay, die Werte sind nicht mehr schlecht. Das war doch Jamila, oder? Oder wer war das? Nee, nee, das war Jamila. Das haben sie ausgebessert. Das heißt, dieser Bug oder diese Falle, die ich da erlebt hatte, die ist ausgemerkelt und sie kann es jetzt wieder tragen. Sehr gut. Nicht verwendbar, Eisenhelm. Okay, den kann sie jetzt nicht mehr tragen. Das ging, glaube ich, im ersten, ne? Hm. Also da bin ich schon happy. Genau, die Magierin hat den goldenen Schild bekommen. Jetzt sieht man auch, dass er golden ist. Das war im ersten auch noch nicht. Nahema Aitamalein. So, hat den Silberhelm. Dadurch hat sie direkt Rüstungsschutz mehr gehabt auf 7. Das für eine Magierin sehr viel. So, die Hexe ist leider immer noch auf 2. Das wird sich aber in diesem Teil ändern, weil sie wird auch noch ein Goldschild bekommen von mir und einen besseren Kopfschutz und wird dann auch auf 7 Rüstungsschutz sein. Dann wird sie auch in den Nahkampf gehen und aufhören mit den Wurfsternen. So, genau, wir legen die Gürtel auf jeden Fall an. Da, jetzt sieht man das mit der Animation schon, das hat sich geändert. Ja. Tarnes Drachenblut Toten ansinkt um 4 Punkte, genau. Das hätten wir vorher auch nicht als Textnachricht bekommen. Das wäre einfach nur passiert. Und diese ganzen Rezepte werden wir gleich aufschreiben. Dann haben wir einen einzigen Platz dafür. Okay, 2 für ein Schreibzeug und für ein Buch. Das wird dann die Marian nehmen. Ah, hier ist schön die Weine. Ja, hier, also
direkt mal eine Flasche Wein trinken. Auf jeden Fall. Aslai freut sich, dass wir wieder im Spiel sind. Ja, köstlich erfrischend. Okay. Körperkraft geht natürlich höher und Totenangst senkt sich dadurch. Also, aber er ist happy, dass wir wieder dabei sind und freut sich wieder schön ständig betrunken zu sein, wie immer. So, wir haben ein blaues Amulett. Das legen wir an. Sehr gut. Das war, glaube ich, Magieresistenz erhöhen, wenn ich mich nicht irre. Okay, man sieht das nicht. Oder war es nicht so in Magieresistenz? Doch, das meine ich, war Magieresistenz erhöhen. Kann mir diesen Schutzring noch... Kann ich... Ah, okay. Magieresistenz 2 hoch. Supi. Eine leere Glasflasche, die werfen wir weg. Wegwerfen, ja. Also alleine da schon ist schon echt gut, dass diese ganzen Gegenstände jetzt nicht mehr hier gebraucht werden. Amulett grün. Vielleicht werde ich auch alle nochmal untersuchen müssen. Ja, es ist magisch. Aber was genau macht es? Das werde ich gleich nochmal genau kontrollieren. Hm, Pfeile. Hier Travia-Amulett. Genau. Das war ein Amulett, was vor Hunger und Durst bewahrt. Das heißt, sie wird nie wieder unter Hunger und Durst leiden. Das haben wir hier. So. Amulett rot. Das war dieses Hexenamulett, wenn ich mich recht entsinne. So, die ziehen alle ihre Totenkopfgürtel an. Der verschwindet auch, der Totenkopfgürtel, mit der Zeit, wenn ich gegen Untote kämpfe. Glasflasche wollen wir wegwerfen. Ja, dieses lästige einmal anklicken und dann erst zu entscheiden, das ist auch hier weg. Ich muss einfach nur noch Rechtsklick machen und komme dann hier in dieses Menü. Also das ist viel, viel praktischer und viel einfacher. Auch das Wandern ist, also das Reisen ist viel einfacher. Also es ist wesentlich komfortabler, dieser Teil. Schade, dass sie das nicht mehr tragen kann. Na gut, aber sie kriegt hier einen schönen Fexhelm später. Den wird sie dann bekommen von mir. Aber sie kriegt hier diesen schönen Gürtel. Ja, der einzige Körperkraftgürtel aus Teil 1. Attackewert erhöht. Boah, 24. Das heißt, ich muss nur einmal Körperkraft höher. 25 ist Maximum. Und nochmal 5 für den Körperkraftgürtel. Also das ist schon richtig gut. Jetzt gucke ich doch gerade mal... Wie sieht es denn mit der Orknase aus? Hier, das ist diese magische Orknase. Genau, hier. Trefferpunkte sehen wir jetzt direkt von der Waffe. Attacke, Malus. Das heißt, 2 Attacke gehen runter. Er hätte eigentlich 13 Attacke. Und Parade geht um 8 runter. Darum ist er auf 0. Also damit zu parieren ist so gut wie unmöglich. Deshalb ist man es richtig hoch in diesen Werten. Und ich würde gerne ihr die mal geben. Auf 8,2. Sie trifft also nicht so gut damit. 12,10. Das ist natürlich ein riesen Unterschied. Aber sie macht richtig ordentlich Schaden damit, ne? Also das ist 11 bis 16. Und nochmal zusätzlich durch den Körperkraftbonus. Ich glaube, bei einer Orknase ist der bei 14 oder so. Das heißt, sie würde 25 mit einem Treffer abmachen. Also das ist richtig viel. Ich denke, am Ende des zweiten Teiles hier werde ich ihr diese Waffe geben. Und die Streitaxt, ja, die ist nicht magisch, obwohl ich die gesegnet hatte in Grimm Teil 1. Das war sehr wahrscheinlich noch nicht ins Spiel implementiert. Dann wird er nämlich mit den 2 Streitäxten rumhantieren. Die werde ich dann beide nochmal segnen, damit die magisch sind. Und dann wird das mein Streitaxt-Torwala. Genau, und die Orknase kriegt meine Streunerin. Müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ja, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Die haben die ganzen Kräuter. Genau, die Talunimil war meine zweite Kräuterfrau. Die hat die selteren Kräuter bekommen. Tonnesblüte und sowas. Aber ich werde die ganzen Amulette mal untersuchen. Okay, die blauen sind definitiv die Magieresistenz gewesen. Feueramulett. Damit sie die Schlösser öffnet, ist der eigentlich wichtiger. Da.
12 Magieres, genau. Da gibt 5 Magieresistenz, dieses Teil. So. Wo ist das? Ja, Miller. Ja, und ihr geben wir dieses Feueramulett. Schutz vor Feuer und Ignifaxius und solchen Sachen, weil sie viele Truhen öffnet. Sie ist ja meine Dietrich-Expertin. Das war auch genial. Streunerin. Super in Schlösserknacken. Ich habe auch noch Fex-Gottheit gemacht. Also ihr ist ein einziger Dietrich durchgebrochen und sie hat fast eigentlich alle Türen öffnen und alle Schlösser öffnen können. Also ich bin echt begeistert von der Streunerin. Die ist echt doch wesentlich besser, als ich dachte. Werde ich wohl noch öfter mit reinnehmen. Ganz toll. Und natürlich super Werte in Gassenwissen und Betören und Überreden, Menschenkenntnis. Das heißt, das ist auch die perfekte Sprecherin, wenn es irgendwie um irgendwelche NPCs geht, die man anquatscht. Ja, den kann jetzt leider keiner tragen, ne? Der ist ja wahrscheinlich auch nicht verwendbar. Ja, dann verkaufen wir den gleich. So, jetzt gucken wir nochmal hier. Der Miller, das war, glaube ich, ein Schutz vor magischem Feuer. Na komm, machen wir mal hier. Zaubersprechen. Hellsicht. Analyse. Weiter. Amulett grün. Ja, und dann hier noch mit Sprachausgabe bei manchen Zaubern. Das ist auch ganz cool gemacht. Nahema Itamalain versinkt in Meditationen. Auf diesem Amulett liegt der Zauber Flimflam Funkel. Der Besitzer braucht sich die nächste Zeit keine unnötigen Sorgen um Fackeln und Öllampen zu machen. Ah, genau, das haben wir auf dem Totenschiff gefunden. Dieser Zauber macht 5-mal Lichtzauber halt an, diesen Flimflam-Zauber. Den würde ich sagen, gebe ich dem Torwaler, der mit Magie eigentlich nicht viel am Hut hat. Er passt eigentlich nicht ganz so, weil er eigentlich Magie verabscheut. Genau wie das hier, aber... Naja. Lass mal. Und der Ring war schön für Torwaler, meine ich, stand dabei. Sehr gern gesehen bei Torwaler. Hatte ich beim ersten Teil, wo ich den analysiert hatte. So... Dann brauche ich halt kein Zunderkästchen als zweit. Ich habe 2 Charaktere, die durch Magie machen können. Sie hat auf den Zauberstab immer Licht. Dann habe ich 3 Leute, die jetzt Licht haben. Das sollte, falls wir mal notfalls getrennt werden, genug Licht sein. So, die Weinflasche geben wir ihm. Ja, mehr Alkohol, super. Da freut sich natürlich Astlife wieder. Was haben wir hier noch? Ersatz, Massekräuter, die wir gleich verscherbeln werden. Das war dieser magische Wurfdolch. Der trifft immer. Den werde ich später mal ab und zu vergiften. Und dann einfach mal zack auf einen Gegner drauf. Und dann haben wir ein Angstgift oder so, was ich da drauf. Mal schauen. So, jede Menge Tränke. Alchemie-Set, das werde ich vielleicht mal für ein paar Gifte nachher anwenden. Oder für starke Zaubertränke. Ja, alles magische Waffen, unzerstörbares Kurzschwert, stärkeres von denen. So. Ja, so weit, so gut. Zurück. Dann würde ich sagen, speichern wir hier mal. Machen 9. Diesmal gibt es auch nicht mehr 5 Speicherstände. Und es gibt dieses Mal, ich glaube, 100 Stück oder 99 war das. Und das nennen wir jetzt Let's Play 001. Genau. Und dann würde ich sagen, das Intro startet beim nächsten Take. Bis zum nächsten Mal. Die Zwölfe mit euch, nieder mit dem Namenlosen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Das Spiel ist nun gespeichert.